Hallo YouTube, willkommen zu einem neuen Video. Heute stelle ich euch mal wieder ein Anime Collection Video vor. Hab lange keins mehr gemacht. Heute mache ich mal wieder eins. Viele haben drauf gewartet. Als erstes stelle ich euch die zwei DVDs der zweiten Staffel vor. Ich habe die anderen leider noch nicht, von K-On. Ich gucke gerade noch die erste Staffel und die gefällt mir einfach, weil die ist lustig. Die macht, ich weiß nicht, was so besonders, aber ich finde die einfach zum Schießen. Also die ist echt genial gemacht. Und ich bin mir sicher, wenn die zweite Staffel genauso weitergeführt wird, dann wird die zweite Staffel auch genial sein. Weil ich weiß nicht, was es ist, aber ich finde es einfach zum Lachen, ist einfach grandios. Sollte man sich kaufen, gibt es glaube ich auch als. War da nicht ein Manga bei Onkel? Ich meine, ja, also ich glaube, gibt es auch als Manga. Doch, gibt es als Manga. K-On, wenn ihr lachen wollt, geht da halt. Ich glaube, in der Staffel geht es halt darum, dass sie die Schule bald verlassen und Nachfolger für die Band suchen. Und das kann ja nur wieder chaotisch und lustig werden. Und viele Kekse und Tee und Kaffee und so im Raum, im Musikraum mit den Mädels. Kann ich euch nur empfehlen, zumindest die erste Staffel. Ich denke, die zweite Staffel wird auch genial sein. Und es kommt ja auch ein Film dieses Jahr, glaube ich, bei uns. Dann kommen wir zu Kurumi. Das ist ihr Spitzname von diesem Mädchen. Es geht darum in dieser Serie, das sind zu Kurzfolgen. Die ist auch gar nicht mal so schlecht. Ich hatte einfach meine Bedenken, ist von Anime, Anime House war das. Genau, und K-On ist von KZ. Es geht da halt darum, dass dieses Mädchen in einem Anime-Studio unbedingt arbeiten will. Und dann kriegt sie in so einem kleinen Studio einen Job. Und die sind da aber alle nicht zuverlässig. Und dann kümmert die sich darum. Das gibt lustige Episoden, dass sie dann hin und her fährt zu dem Zeichner, holt die Skizzen. Also ich habe mich da sehr unterhalten gefühlt. Kriegt man auch sehr günstig. Also ich glaube, ich habe mir die letztes Jahr gekauft. Für ein paar Euro bei eBay neu. Also das kriegt den Namen wieder nicht raus. Kurumi, viele Leute, die viel lachen wollen, ist das eine gute Serie. Die Synchron war, glaube ich, ganz okay. Und kommen wir zu einer Serie, die viele von euch kennen. Also ich glaube, die meisten kennen die. Also das ist eine Serie aus meiner Kindheit, Kickers. Lief damals auf RTL 2000 mal, eine gewisse Zeit auch auf Tele 5. Ja, habe ich früher immer nach der Schule. Es gab ja noch die Champions, also mit Tsubasa und Hyuga, die fand ich auch geil. Dann kam dann auch ein Kickers. Habe ich auch immer nach der Schule super gern geguckt. Ist eine Fußballserie, die jetzt nicht so extrem ist wie die Champions Tsubasa da. Weil hier geht's, das ist ein bisschen realistischer, finde ich. Okay, ist jetzt auch nicht alles realistisch. Hier geht es aber nicht nur um Fußball, sondern auch über Freundschaften, um andere Dinge. Ich weiß noch, es gab eine Folge, da haben alle gedacht, dass Mario, das ist dieser Torwart, der wäre pervers. Warum ging das dann nochmal? Weil er Mädchen beobachtet, glaube ich. Und ja, hier geht es halt darum, der Gregor, das ist der Junge hier, der kommt in der neuen Stadt und denkt, die Kickers wären eine gute Fußballmannschaft. Und dann muss er aber leider feststellen, dass die Kickers die schlechteste Fußballmannschaft im ganzen Umkreis ist. Ja, und dann werden die langsam zum guten Team. Dann gibt es noch den Sascha, den Kevin. Kevin ist der hier, Sascha ist ein etwas dickerer. Habe ich immer wieder geguckt im Fernsehen damals und kann ich nur empfehlen. Gibt auch eine Gesamtbox von New KSM, glaube ich, war das vertrieben worden und kann ich nur empfehlen. Also ist echt eine gute Serie. Dann das erste Spiel ist, glaube ich, gegen die Teufel gewesen. Das verlieren die auch. Aber nachher in irgendeiner Folge helfen sie denen auch. RTL 2 hat die Serie nochmal gezeigt und ich sehe gerade, das war doch nicht von New KSM, sondern von KZ, beziehungsweise damals Anime Virtuell vertrieben worden. Auf jeden Fall helfen die Teufel dir auch nachher in der Folge gegen andere Mannschaften. Ist eine sehr coole Serie und das Lied war auch, das Intro ist einfach geil. Eine bessere Mannschaft gab es nie, die Kickers, die schaffen es, Tor. Ja, und so weiter. Eine gute Serie, kann ich nur empfehlen, eine richtig gute Retro-Anime-Serie. Da, komm. Nehme ich mal jetzt hier hin. Dann kommen wir zu einem Studio Ghibli-Film in der DVD Collector Edition von denen. Ich muss mal kurz die DVDs hier wegtun. Ja, Kikis kleiner Lieferservice. Ich hätte damals nie gedacht, dass der Film gut ist, aber er ist gut. Also ich hätte nicht gedacht, dass er mir gefällt. Der gefällt mir sehr gut. Kiki ist eine kleine Hexe, hat einen Lieferservice. Ich weiß nicht mehr genau, um was es ging. Ich habe ihn lange nicht mehr gesehen. Ist aber auf jeden Fall ein sehr schöner Anime. Und wer Studio Ghibli mag, der wird auch Kikis Lieferservice lieben. Ich fand ihn einfach gut. Ist von Anime-Universum, genau, das war doch hier irgendwo. Genau, Anime-Universum-Film bitte, Thorsten. Ja, kann ich nur empfehlen. Schöner Familienfilm, hat mir gut gefallen.
Gibt zwar bessere Ghibli-Filme, aber das ist einer, der mir sehr gut gefallen hat. Dann haben wir hier von Animes King of Throne. Ja, der Anime, der gefällt mir eigentlich gut, aber der hätte meiner Meinung nach ein bisschen mehr Action haben können. Der hat zwar Action-Szenen, aber ich hätte auch ein bisschen mehr Action erwartet in den Anime. Man erwartet das, glaube ich, auch in den Film. Also ich hatte das Gefühl so. Geht da drunter, das ist so eine Krankheit und dann lassen sich gewisse Leute einfrieren. War das so? Ich meine, ja. Und dann wachen die auf und dann sind alle Leute da, die auf der Insel da waren, weg, weil dieser Virus da Überhand genommen hat. Ich will jetzt nicht so viel spoilern, das ist immer meine Angst, ich spoilere so viel. Ja. Kann man aber kaufen, weil den kriegt man günstig und der ist nicht schlecht, muss man sagen. Und da hatte Animes auch mal eine gute Synchron benutzt. Dann kommt so ein Anime, den ich nicht gesehen habe. Und zwar King of Bandit, Jin. Habe ich noch nicht gesehen. Der ist mit Untertiteln, glaube ich, von ADV-Films. 4 DVDs. Geht halt um einen Banditenkönig, glaube ich. Haben wir aber noch nicht gesehen. Deswegen kann ich da leider nicht so viel zu sagen. Ist aber in so einer schönen Box gewesen. Und ja, ist bestimmt nicht schlecht. So, tun wir die mal auf Seite. Dann kommen wir zum Anime. Den habe ich mir von OVA Films bzw. ACOG damals gekauft, aber gebraucht bei eBay. Und zwar Jinro. Das ist die Collector Edition gewesen. Da war bei der Original Jin Kinofilm auf DVD, dann die Bonusmaterial DVD, ein Soundtrack, ein Postkartenset mit Original 35 mm Filmstreifen auf 1555 Exemplare, limitierte, nummerierte Edition. Den Film. Den habe ich damals, oh, ich weiß gar nicht, wann das war, 1999 oder 98 oder 2000 auf Vox gesehen. Und der hat mir sehr gut gefallen eigentlich. Die Zeichnung finde ich heute nicht mehr so gut. Geht halt um so einen, ja, um den Jinro, glaube ich, heißt der Typ, der in der Spezialeinheit ist, in dieser. War das so? Ich meine, ja. Verlässt die, glaube ich. Nee, oder der wird von denen gejagt. Ich weiß es nicht mehr genau. Ist schon Ewigkeiten her. Auf jeden Fall habe ich mir warum der erste Grund, warum ich mir den gekauft habe, war wegen dieser Rüstung. Die hat mich ein bisschen an Killzone erinnert. Und deswegen habe ich mir den gekauft damals. Und ja, kann man schon. Also ich finde ihn nicht schlecht. Der Zeichenstil ist halt nicht jedermanns Geschmack. Das ist der Hauptfilm. Zeige ich mal kurz. Dann haben wir hier den Bonus-DVD. Dann haben wir hier den Soundtrack. Und ich glaube, hier waren die Postkarten drin. Ja. Einfach nur geil und da ist der Filmstreifen. Ich weiß nicht, was der Film heute kostet, aber ich fand die damals ganz gut, muss ich sagen. So, das war Jingo. Und jetzt mache ich einen kurzen Schnitt und dann zeige ich euch noch den letzten und dann mache ich schon mal alle zusammen und dann ja, ist das Video auch schon wieder zu Ende. So, jetzt geht's weiter und jetzt stelle ich euch den letzten Anime vor und das ist einmal Kamikaze Kaito Jan. Auf Deutsch hieß das, glaube ich, Jan, die Kamikaze-Diebin. Lief auf RTL 2. Viele Mädchen haben das sehr geguckt, also sehr gerne geguckt. Ich fand es damals ziemlich okay, aber ich kam mit dem Zeichenstil nie wirklich klar, weil er mich doch ein bisschen genervt hat. Es sah für mich immer so aus, als ob das eine Co-Produktion mit Frankreich wäre oder so. Ja, aber hier geht es halt um Jan, die ist eine normale Schülerin und ja, dann verwandelt sie sich in so eine Gerechtigkeitsdienerin, die gegen Dämonen kämpft. Die hat noch so einen Freund, ich glaube, der hieß Finn. War das Finn? Ja, ich glaube, der hier oder die. War das denn der oder die? Ich weiß nicht, es war ein Typ, ne? Kann ich gerade nicht mehr sagen. Dann hat sie noch eine beste Freundin. Der Vater ist, glaube ich, Polizist gewesen und die hat auch diesen Tick, dass sie immer ja, Jan jagen will. Das sind alle 44 Episoden. Ich weiß ja nicht, ob es jetzt mehr gibt. Ist von Toei-Animation und Kase hat es hier vertrieben. Ist auch sehr teuer, muss man leider sagen. Also, wenn ihr die heute kaufen wollt, die Edition, müsst ihr, glaube ich, locker 70 Euro oder 80 Euro hinlegen. Das finde ich ein bisschen übertrieben, muss ich sagen. Ansonsten, ja, alte Kindheitserinnerung und deswegen gekauft. Und ja, mal gucken. So, jetzt mache ich nochmal einen Schnitt und dann zeige ich euch nochmal alle Anime und dann ist der Videopart auch zu Ende und ihr dürft machen, was ihr wollt und ihr seid befreit von mir. So, jetzt seht ihr nochmal alle Anime und ja, K-On!, also ich würde sogar sagen, gehört zu meinen Lieblingsserien, deswegen empfehle ich auch einfach mal die zweite Staffel. Die erste Staffel ist sofort empfohlen. Kurumi,
Also das könnt ihr mal kaufen, weil es billig ist. Nicht alle, das sind Kurzepisoden, die sind nicht alle gut, aber manche waren schon lustig, also deswegen kann man das schon empfehlen. Kickers, wenn ihr die gesehen habt, ist eine gute Fußballserie, wo es nicht nur um Fußball geht, sondern auch um Freundschaft und Probleme und Vorwürfen etc. Und zum Beispiel da die Folge, wo ich gesagt habe mit Mario, wo ihn unterstellt wird, der wäre ein Perverser. Und gute Serie, kann ich nur empfehlen. Kikis kleiner Lieferservice von Studio Ghibli, kann ich nur empfehlen. King of Throne. Ja, also ein bisschen mehr Action würde ich die Serie jeden, also diesen Film jedem empfehlen, aber auch so kann man ihn, glaube ich, empfehlen. Also, mir hat er gefallen. Dazu kann ich leider noch nichts sagen. Jinro wird wahrscheinlich nicht jedem gefallen, wegen der Zeichenart vielleicht, oder weil es halt auch viel geballert wird. Ist aber, fiel mir gerade ein, ich glaube, der Macher von Ghost in the Shell hat ja auch mit dran gearbeitet, fiel mir gerade noch so ein. Ja, könnte auch Ghost in the Shell-Fans gefallen. Ja, und Jeanne gefällt sowieso, glaube ich, jedem Mädchen, jede Frau, die es damals gesehen hat. Und ja, halt so Leuten wie mir halt, also die es damals auch geguckt haben. Und ja, ich würde mir sogar Sailor Moon kaufen, wenn das auf DVD erscheinen würde bei uns. Also da stehe ich zu. Ich habe das damals alles gern geguckt. RTL2 war damals nach der Schule meine Dosis Anime und Kindheit am Tag, obwohl ich lernen müsste oder Hausaufgaben machen musste. Habe ich dann immer abends gemacht, immer so, ich glaube 5, 6. Wobei da habe ich damals noch erst auf ProSieben Batman und so geguckt. Egal. Ja, das war mein Part. Ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Kann sein, dass ich bei den einen oder anderen einen Fehler gesagt habe. Wenn ja, entschuldige ich mich dafür. Aber es ist lange her, wo ich diese Animes gesehen habe. Beziehungsweise die habe ich letztes Jahr noch geguckt, die noch gar nicht, den auch noch nicht. Das ist schon über 10 Jahre her, glaube ich, wo ich den gesehen habe. Und ja, ich würde mich über eure Kommentare und Bewertungen freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Ich sage auf Wiedersehen. Tschüss.